Hallo, 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 weiter geht's mit Check the Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem wunderbarsten Tag des Jahres und zwar Pilzlieder, nein, Valentinstag. Ja, die Rosen, lasst sie regnen, lasst den Bachelor stampen, klatschen, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Valentinstag, Leute, am Start, 20% Pilzaktion. Ihr könnt quasi jetzt eure süße Ferkelus ferkeln mit extra Pilzen. Ja, okay. So, ich habe ein paar Pilze aufgeladen, deswegen, das heißt natürlich, wir haben ganz viel aufgeladen, also werden wir auf jeden Fall 1500 Pilze setzen beim Hütchenspieler und diese erstmal verdoppeln. Nein. Ich habe aufgeladen auf Server 22, da wo ich es gebraucht habe, denn mein Mount ist ausgelaufen. Und ich konnte es gestern nicht verlängern, ganz einfach, weil ich keine Pilze hatte und dachte mir, ich weiß Bescheid, es ist ja dieser Tag, er kommt ja bald, er ist ja morgen, deswegen lade ich nicht auf und ich warte noch. Und der Lars natürlich hatte wieder recht, er natürlich als erfahrener Shakespeare-Fidget-Spieler oder bester Shakespeare-Fidget-Spieler ever, weißt du etwas, dass natürlich am Valentinstag eine 20% Pilzaktion ist, gar kein Ding für den King. So, erstmal ins Klöchen was reinknallen, den Augenring des Beobachters, der Händler sagt, das Ding recht komisch, ja, kann weg, tschüss. Das kann alles weg, auf Wiedersehen. Hier haben wir einen Trunk, den brauchen wir nicht, das haben wir den können wir gebrauchen, wunderbar. Also hatte ich einen Tag kein Mount, das war sehr schrecklich, sehr tragisch und ich bin gleich Rang 19 gefallen. In der Gilde, wie sieht's da aus, letzter Kampf bei ZWC, wir nur noch Platz 2, wir sind wirklich deprimiert, dass wir nur Platz 2 sind, wir werden uns irgendwann mal alle umbringen, Selbstmord vor the win. 24, ja, wir holen so langsam wieder auf, also Merlins Meister, wir kommen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Alles gleiche, mein junger Bärchen. Arena-Kampf gegen Revolution. Rang 19 immer noch, ich muss höher kommen. Bastomon. Verloren, scheiße. Dickerchen. Gewonnen, jawohl. Und Bastomon. Und gewonnen, jawohl. Und im Rang 19. Was ist denn los mit der Ehre? Avalonia, okay, das nicht. Ich weiß nicht, warum wir gefallen sind. Ich kann es auch nicht sagen. Wir schauen mal in der Post. Lesen, schreibt Bella. Schönen Valentinstag. Wünsche ich dir auch. Ich gebe dir auch ein Herzchen zurück. Weil ich schwul bin. Nein. Frage, wie verschickt man Freundschaftsanfragen und kannst du bitte noch ein paar Tipps zum Skillen geben? Ja, Tipps zum Skillen würde ich mal sagen, werd erstmal Stufe 50 und stutz deinen Bart. Nein, ich habe schon mal irgendwann erklärt, schau auf jeden Fall mal nach unter meinen Videos in der Playlist. Sie ist nicht sehr lang von Checks and Fidget, von der such doch mal den Part raus. Es sind nur zwei Playlists, glaube ich, sind sogar schon beide voll. Der Lars ist sehr schlampig mit seiner Playlist in letzter Zeit umgegangen. Ich habe sonst immer großen Wert drauf gelegt, aber wenn man zeitlich das Ganze nicht mehr schafft, sondern gerade mal so die Videos noch rausklatschen kann wegen Relove und so weiter, ihr wisst Bescheid, ne, die scheiß Relove ist, was jeder hasst, aber es ist einfach da. deswegen, ich muss die Plays echt wieder anpassen und ein bisschen Ordnung auf meinen Kanal reinbringen. Ich wollte gerade reinreiten sagen, reinbringen. Das wird es auf jeden Fall bald wieder geben. Es ist Gold-Event, Leute. Es ist Gold-Event, es ist Valentinstag, es kann gar nicht besser sein, außer natürlich noch Popo-Liebe, aber warum rede ich eigentlich heute nur über Popo-Liebe, Alter? Ich glaube, ich bin auf einem schwulen Trip gerade. Ich weiß, einige jetzt denken, na, jetzt bin ich total schwul. Ja, bin ich. Und zwar von euch. Ich liebe euch nämlich alle. So, Aura 32. Wir können gleich auf den anderen Server gleich spülen. Und da haben wir gleich natürlich die Möglichkeit, etwas zu ziehen, was ich noch nie hatte. Ein Item, was ich noch nie hatte nach über 2 Jahren Shakes and Fidget. Ihr wisst bestimmt, welches Item es ist. So, wir werden nicht skillen, sondern wir warten noch. Sind wir im Level aufgestiegen? Ich glaube kaum. 338, das passt soweit alles. Wir können erstmal in den Dungeon gehen, ins Dämonenportal, diesen komischen Kollegen. Ich glaube, gestern habe ich ja keine Aufnahme gemacht, gestern kam gar kein Video, weil ich einfach nicht da war. Und ich hatte nichts vorproduziert, weil ich dachte, es ist ja Freitag, da habe ich ja eher Feierabend, da kann ich denn die Videos am gleichen Tag machen. War, ja, ne? War wieder scheiße. Hat nichts gebracht, ich war nicht da. So, wir können aber kurz mal versuchen, hier den Mr. Drachentöter zu besiegen. Wir haben wieder ein paar Bisse, wir können ein bisschen tryen. Aber es sieht nicht ganz gut. Okay, es sieht doch gut aus. Ich dachte, es sieht nicht gut aus. Aber es sieht doch sehr gut aus, weil wir so viel Damage rausklatschen. Wie so ein geisteskranker Hippie, aber das war mal gar nichts. Okay, das ist ein Stärkgegner. Muss halt ausweichen. Ausweichen. Like a God, ich muss wieder gehen. Entschuldigung. Ist noch früh am Morgen, 11 Uhr. Auf dem Samstag auf jeden Fall. Und deswegen passt das schon. Naja, schafft man nicht. Schaffen wir nicht, hier weiterzukommen. Waffenzauberladen, das passt soweit alles. Gilde müssen wir noch betreten, natürlich das Dämonenportal. Ich sage ja immer Lars, oder ich sage allgemein zu euch, bitte macht erst Dämonenportal, wenn ihr eure Alu fertig habt. Habe ich ja fast. Es fehlen nur noch 11 Pilze, okay. Ja, nochmal Arena-Kampf kurz gewinnen gegen den hier. Alter, warum vernichten die mich so krass? Warum werde ich so krass vernichtet hier? Die schaffe ich ja nicht mal ansatzweise, die Kollegin hier. Na, endlich. Endlich. Jetzt haben wir sogar 100%. Gibt's ja gar nicht. Weiter geht's auf Server Nummer 23 und hier haben wir es. Hier haben wir diese Spülung zur Verfügung, die unglaublich geil wird. Leute, wir können ein Item ziehen. Die Chance ist eigentlich sehr groß, wenn man ab dieser Aura oder ab diesem Aura-Level auf jeden Fall nämlich immer ein Epic bekommt. Ab Aura, ich habe keine Ahnung welche. 25, 23, 20, ich weiß es nicht. Ihr könnt es bestimmt sagen in die Kommentare. Ich vergesse es immer. Kann man oder bekommt man immer ein Epic aus dem Klöchenpopöchen? Das bedeutet, wenn ich jetzt spiele auf Aura 30, ich kann den Staubsauger bekommen. Ich kann ihn bekommen. 14.02.2015 um 10.53 Uhr spülen wir. Ich bin gespannt.
ob das erste Mal der Staubsauger auftaucht. Nein, und ein Glücksring. Wo ist meine Waffe? Ich muss mich abknallen. Nein, der unsichtbare Ring, den ich sogar sehe, der ist gar nicht unsichtbar und es kommt noch. Es ist so hässlich. Aber das Epic-Boss habe ich rausgezogen und zwar aus dem Zauberladen. Das war da drin. Ich glaube sogar für Pilze, scheißegal. Es war einfach randommäßig drin. Habe ich mir am Start einfach mal gegönnt. Und das können wir erstmal ins Klo reinballern. Und dann können wir uns einen Begleiter vielleicht geben. Vielleicht braucht es ja jemand. Das ist gestern oder vorgestern einfach aufgetaucht. Deswegen dachte ich mir, YOLO, kaufst du die Scheiße, bist halt immer online. Nein. Hast du dir gesitzt hier 4.17, 4.16. Ja, ein Update von ein Attribut mehr. Läuft bei uns. Kannst du uns Klöchen, Popöchen? Nein. 4.16, tschüss. Tschüss, der Ring kann auch ins Klöchen, Popöchen. Also behalten wir den unsichtbaren Ring mit Glück. Der uns natürlich sehr viel Glück auch bringt. In der Gilde auf Server 23. Und zwar bei dem Chaos Store. Bei den Herrn Ritzlerboy, wo ich letztens ein Video mit dem Schwanz im Mund zusammen gemacht habe. Dort greifen wir da, wir werden von dem Bermuda-Dreieck angegriffen, was auch immer. Rang 13. Am Freitag, den 13. war gestern. Sind wir Rang 13. Das gibt's ja gar nicht. Obwohl, Freitag, der 13. ist kein schlimmer Tag für uns. Oder für mich. Oder allgemein in der Familie. Am Samstag und Sonntag nicht da. Okay, The Master. Denn. Video. Denn High Weekend. Okay. Wenn du eine schöne Nachricht schreibst, werde ich auf jeden Fall bewerten. Was wollte ich sagen? Am Freitag 13. da ist, ich glaube, ja, da ist mein Bruder geboren und ich habe auch öfters am Freitag den 13. Geburtstag, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Oder doch? Man weiß es nicht. Weil ich bin, wenn ich am Freitag den 13. Geburtstag habe, das ist schon schlimm. Und zwar für die Menschheit. Nein, denn ich habe ein Jahr länger überlebt auf dieser Welt. Das hört sich so scheiße an. Entschuldigung, ich kriege gerade zu viel Blödsinn. So, wir werden jetzt erstmal den Pilzdealer fragen. Dann wir gehen in die Gilde und werden hier nichts machen, das haben wir schon gemacht. Wir gehen in den Dungeon, betreten hier das Dämonenportal. Wenn ich draufklicken und, oh, der Wegversperrer, du fällst jetzt langsam so 13%, morgen der 23, weil er sich um 10% heilt. Jan der Hämmerer könnte auffallen, aber möchten wir noch gar nicht, denn Jan ist ein Kollege, der auf sich warten lässt. Lars, wieso bist du mit Stufe 331 noch nicht im 13. Stock fertig? Ja, weil es so ist. weil ich noch warten möchte. Ich will auch überlegen, ob ich noch Pilze aufladen soll. Es ist ja gerade eine 20% Aktion und irgendwann kommt ja mal wieder ein Epic-Event. Es ist die Frage, vielleicht lade ich noch auf. Ich habe es jetzt mal nur auf Server Nr. 22 gemacht und Server 2 UK. Habe ich gerade gar nicht am Start. Überlegungen sind auch noch, ob ich vielleicht auflade so für 25 bis 50 Euro, dass ich so ein paar Monate daran Alu spielen kann. Ihr könnt ja gerne da in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben möchtet. Wenn ja, lasst es mich wissen. Kommentare sind dafür da. Und ich werde dann, sage ich mal, heute Abend mir das Ganze noch überlegen. Im Stream vielleicht sogar. Der Stream heute ab 20 Uhr. Ich denke mal, ich werde sehr viel Clash of Clans spielen. 2 bis 4 Stunden. Das heißt, so bis 22 oder 24 wird Clash of Clans geben. Ich denke mal, dass da noch etwas LOL kommt. Weil ich gerade richtig Bock auf LOL habe. Arams allgemein. Ich werde Community Arams machen. Community Games mit Aram in League of Legends. Und wenn es vielleicht dann noch am Ende ein bisschen Plant vs. Zombies oder Hearthstone, sowas in der Art. Aber bitte erwartet nicht Shakes and Fidget. Shakes and Fidget Livestreams, die es noch zu Serverstarts geben. Oder vielleicht zu ganz besonderen Anlässen. Aber jetzt erstmal, ja gut, Valentinstag ist ein besonderer Anlass. Ja, wir müssen uns das auf jeden Fall erstmal überlegen. So, die Post waren wir schon drin. In der Gilde haben wir auch schon alles betreten. Das passt soweit alles. Das ist alles im grünen Bereich. Die Terrormotte greift mir kurz an. Meine Nase läuft und zwar richtig. Kleinen Moment. Entschuldigung. So, manchmal denkt man sich auch, was zur Hölle kommt da bitte alle raus? Wenn man komplett den ganzen Nasenschleim sammeln würde, der aus der Nase kommt, könnte man bestimmt sehr viele 1000 Liter Fässer oder IBCs, wie auch immer. Die heißen ja IBCs. Weißt Bescheid? Hier, Lars, Fachwissen. kann man schon damit füllen. So, was machen wir jetzt? Wir machen auf jeden Fall das Folgende. Und zwar werden wir noch nicht skillen. Heute Abend skill ich erst. Warum? Weil ich es kann. Und wir werden jetzt nochmal kurz Jan versuchen. Ich bin soweit, ein paar Tries auf Jan zu machen. Ich bin mal gespannt, wie weit er runter geht. Uiuiui, der geht schon ganz schön weit runter. Der geht schon ganz schön weit runter. Der geht so weit runter, dass er richtig weit runter geht. Eieiei, das ist ein Kollege, der bald fall. Jan ist drin. Jan ist drin, aber wir gehen weiter auf Server Nummer 35. Lars ist so böse. Server 35. Hallo am Start. Pilzen noch 500 Ingwatt. Ob ich hier auflade, weiß ich auch noch nicht. Weil Epic Event kommt hier auch. Wer hätte es erwartet, dass überall ein Epic Event kommt? Ich nicht. Das machen wir ins Klöchen, Popöchen. Oh, wir können hier natürlich bald spielen und zwar morgen. Hier haben wir was für den Kundi. Für wen denn sonst? Den jungen Herrn namens Kundi. So langsam werden unsere Begleiter gut equipped. Und wenn wir das nächste Epic Event ein bisschen krasser spielen, könnten wir da auch gut equipped werden. Ja, Gold in the Hood, Leute. Gold in the Hood in der Gilde. In der Gilde. Ich habe gehört, dass jemand Neues hier. Ne, doch nicht. Ich habe doch irgendwo gelesen, dass Streamscape der Gildenleiter geworden ist. Was bei Jodler irgendwie der Überschrift? Ich habe keine Ahnung. Zumindest war das scheinbar eine andere Gilde. So, 4% auf dieser Kollege, diese faule Krähe. Greifen wir nochmal an hier. Die faule Krähe greifen wir an. Und der Gorgos meinte, Lars, ich habe einen privaten Kampf gegen dich auf Server 35. Ich werde dich hart vergenussferkeln.
Ich glaube, ich muss mal so langsam anziehen hier, wa? Ich glaube, ich muss mal so langsam hier anziehen. Und zwar mal richtig was raushauen. Gonzo Gorgossi, hat er sich umbenannt? Okay, oh, hat er sich umbenannt? Ist das, oder, was? Nein, hat er nicht. Entschuldigung. Gonzo Gorgossi hört sich genau wie Gorgos. Na egal. Level Nummer 177 mit 102 Dungeon-Etagen. Und mein SA ist bestimmt, also seins ist bestimmt gut. Okay, doch nicht. 94, 102 und ich stehe hier mit 93 auf 94 und 98. Ja. Der nächste Gegner im Türmchen, sondern hier ist natürlich der Drache der Finsternis mit 4700 und irgendwas Stärke. Wir werden kurz im Waffenladen rumschnuppern und uns vielleicht ein paar neue Stärke-Items gönnen, denn wir müssen so langsam Gorgos hier mal Konkurrenz bieten. Der Ranritzle-Boy war ja sonst immer mal ein Konkurrenz-Boy, aber der ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel am Start. Der hat auch die Gilde gewechselt. I don't know. Ich weiß nicht, warum. Gibt es wohl private und interne und sexuelle Gründe? Nein, man weiß nicht. 348 Stärke. Das Item möchte ich jetzt nicht unbedingt austauschen, weil es noch ein gutes Epic ist. Jawohl, Intelligenz, Leute, brauchen wir Intelligenz, jawohl. Oh Mann, oh Mann. 348, wow. 1700, yes, come on. Zieh die Scheiße an. Schönes Update. So eine neue Waffe wäre auch sehr, sehr geil. Wie wär's aber mit neuen Epic-Schuhen? 212. Oh. Moment. Ah, ist das gut. Das ist richtig gut. Oh, meine Rüstung leidet. Meine Rüstung leidet sehr stark. Egal, wir haben ein neues. Och, das gefällt mir. Oh, ich freue mich schon auf das Epic-Event. Ich glaube, ich muss doch blättern. Ich muss noch ein paar Pilze aufladen. Oh, 344 Stärke. Nein, nicht ganz so geil. Was wir noch gebrauchen könnten, ist natürlich... Moment, habe ich alles verzaubert eigentlich? Habe ich gar nicht. Ich habe das nicht verzaubert. Nicht extra Beute. 19% ein Gürtel möchte er haben. Ich habe aber gerade keinen Gürtel. Tränke passen soweit alles noch. Mount 147 Tage können knapp werden. Wir blättern noch mal kurz weiter. Vielleicht werden wir uns jetzt komplett Epic-Equipment einfach beim Nicht-Epic-Event. Könnte auch gut sein. Denn wir finden halt ein paar... Eine Epic-Waffe wäre jetzt nicht schlecht. Nein, eine neue Waffe mit Stärke wäre auch nicht schlecht, aber nicht Intelligenz. Nur diese Intelligenzwaffen, die kein Mensch braucht. Mann. Ausdauer, nö. Stärke. Oh, ich bin nur am Gähnen hier. Entschuldigung, wenn man gerade aufgestanden ist, dann muss man immer gähnen. Wenn man so viel redet. Zumindest habe ich das immer. 310, den kann ich auch besser abends aufnehmen. Weil dann gähne ich nicht so viel. Weil abends muss ich nie gähnen, nur morgens. Wer das erwartet. Denn morgens bin ich müde, abends werde ich wach, oder wie das Lied, keine Ahnung. So, Stärke 535, 362, 352. Hallöchen, neue Waffe, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich hoffe, mein Krieger hat schon eine Waffe im Türmchen, wenn nicht, wäre das ein bisschen dumm. Dann wäre es ein bisschen dumm. So, noch mehr? Nein, das könnte erstmal reichen, ne? Vielleicht einen neuen Kopf. Einen Kopf können wir noch gebrauchen mit Stärke. Ein Stärke-Copy. Handschuh mit 355 Stärke und 1784. Ein minimales kleines Update. Ich gönne es mir trotzdem. 348, 355. Wunderbar. So, ein Hut. Wir brauchen ein Hütchen. Ein Hütchen mit Stärke. Ein Hütchen. Was haben wir hier? Nix. Der Lars gibt mal wieder seine Pilze auf jeden Fall sinnvoll aus. Er blättert beim Nicht-Epic-Event im Laden. Auch beim Epic-Event blättern im Laden ist eigentlich allgemein scheiße für Pilze. Aber ich mache es trotzdem. Warum? Weil ich es kann, Leute. Ich kann es einfach nur. Hier haben wir nichts. Stärke? Nö. Stärke? Wo ist die Stärke hin? Mann, ich brauche die ganze hier. Stärke, 472, schlecht. Schlecht. Noch mehr schlecht? Schlecht. Stärke, Geschick braucht kein Mensch. Ich brauche einen Stärke-Kopf. So, ich blätter noch 5-6 Mal, dann habe ich keinen Bock mehr hier. Dann gebe ich lieber den Rest aus. 349. 2000. Rüstung brauche ich nicht. Ein Kopf mit Stärke. Der Rest interessiert mich gar nicht aus. Das ist ein Epic. Ich brauche einen Stärkekopf. 355. 2000. Oh, das ist wenig Rüstung. 354. Was ist das denn für eine Waffe? 350 bis 354. Willst du mich verarschen? Den Rest verskimmen wir jetzt. Und zwar auf. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier so. So. Ich soll ein bisschen die Nebenattribute pushen, mache ich auch so auf 400 hoch. Ist wohl viel Klickerei, aber es muss getan werden, denn die Nebenattribute darf man nie ignorieren bei einem Krieger. Die sind super wichtig. Super wichtig. Auch noch hier auf 400 hoch, das sollte erstmal reichen, obwohl ich schon fast 500 haben müsste. Scheißegal. Gold-Event ist ja noch ein paar Tage, also noch heute und morgen. Ein paar Tage, das passt. 9 und 400, wunderbar. Den Rest auf Stärke. Ausdauer, ich gehe auch noch ein bisschen mit Glück hoch.
Vielleicht gehen wir sogar auf 28, 29%. Das wird nicht reichen vom Gold. Ja, ich plane denn hier 700 nur. 700 Glück nur? What? Der Lars ignoriert echt Glück. Der muss noch mehr auf Glück gehen, auf 29. 800, die haben es schon auf. Wir müssen noch viel höher mit Glück. Das ist ja richtig schlecht, was wir in Glück geskillt haben. Entschuldigung. Dann gehen wir auf 30%. 30% sollten wir haben. Ich bin der Weihnachtsmann. Alles auf Glück skillen. Gehen auf so 500. Okay. Dann gehen wir den Rest noch auf Ausdauer. Ein bisschen Stärke haben wir gar nicht mehr. Und noch hier ein bisschen rein. Und dann sollte es auf jeden Fall soweit passen. Alles klar. Arena-Kampf gegen den Radioactive. Nochmal kurz gewinnen gegen Chip. Sehr schön. SA ist gut. Rang 109 ist okay. Dämonenportal betreten wir. Sehr schön. In die Gilde betreten wir auch das Dämonenportal. Haben wir schon mal, ob wir noch nicht geskillt haben. Sehr schlau, Lars. Wir gehen trotzdem dann in diesen wunderbaren Bereich und werden kurz den Drachen der Finsternis besiegen. Ding, 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 ding. Nice. Jackpot. Wunderbar. 173. 99 Dungeon Etagen. Ich komme. So, Nummer 10. Nummer 10, der Schwarzschellritter. Und der wird uns zu 100% ein weiteres Epic geben. Und der ist drin. 4,8 Stärke. Wir haben 4,7. 96. Das sollte drin sein, meine jungen Damen und Herren. Mit der neuen Waffe sollten wir den hart vergenussferkeln. Deswegen glaube ich an das Herz der Karten. Ich glaube daran, dass wir den jetzt hier besiegen. Darf ich bitte einmal vernünftig anfangen? Bitte. Bitte, mein junger Freund. Bitte. Normalerweise sollten sie keine Probleme da liegen, haben, sein, tun. Aber scheinbar doch. Komm schon. Komm schon, mein junger Freund. Ich glaube daran. Los! Der fängt immer an, dass es behindert. Dankeschön. Dann fange ich an, mache ich nur so einen 50% Try. Oh! Bitte! Bitte! Bitte, wie die Tennisspieler! Ding, 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 ding! Alter! 1445! 1445! Das war natürlich nicht knapp. Das wollte ich so. Das ist ganz normal bei mir. Und der Schwarzstellritter ist natürlich besiegt. Und das ist die Wand. Die Wand, die Wand, die Wand. Alle Attribute. Die Wand. Willkommen im Zirkus. Willkommen im Zirkus. Und das Happy Slappy. Happy Slappy. Happy Slappy. Der Clown schon wieder ein Stärke. Mit 4.940, der könnte mit etwas Glück auch noch fallen, aber ihr wisst Bescheid, morgen ist auch noch ein Tag. 100 Dungeon-Etagen, wunderbar. Kurz nach Top 100 gehen, dann passt es alles hier. Ja, das war nicht knapp, das war gar nicht knapp. Ja. Top 100, 100 Dungeon-Etagen. Wir sind auch 100-mäßig unterwegs und ich sage nur 100%. So läuft's, Leute, so gefällt mir das. Ich werde weiter Alu spielen. Gold-Event ist am Start. Viel Skillin. Wenn euch dieser Part gefallen, lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Würde mich freuen, seid ein Haufen Supernasser Boys. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi. Nice.